Willkommen, mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Komm, lass mal noch ein Boss hier voll drauf gehen, ja? Boah, das kotzt mich hier so an, wenn ich irgendwie mir was vornehme, was aufzunehmen und dann läuft alles schief und ich habe dann wieder nichts zum Aufnehmen. Okay. Wir haben noch eine Quest hier. Das Pengion-Rätsel, verweilen ein Gasthaus in Isolde. Ja, und da wurde mir schon von irgendjemanden hier, ich glaube von der hier, gesagt, wen wir da gegen wen wir da kämpfen, gegen wen wir höchstwahrscheinlich kämpfen werden. Und ja, für mich war ein bisschen offensichtlich. Also gut, tun wir uns mal anständig dafür kleiden. Habe ich den Schwierigkeitsgraden also noch? Ja. Und ja, wir haben noch ein paar DLCs, die ich noch nicht aktiviert habe. Und da sind die Tales Vermächtnis DLCs. Okay, wen haben wir alles? Rute aus Tales of Destiny, Ludger aus Tales of Exilia 2, Richard aus Tales of Graces F, Hubert aus Tales of Graces F, Arch aus Tales of Phantasia und Natalia aus Tales of the Abyss. Geil. So, gucken wir alle mal an. Velvet. Rute, das ist, glaube ich, den Charakter, den ich am wenigsten kenne hier von Tales of Destiny, ne? Vermächtnisstil, Velvet. Wo ist die originelle Truhe? Legendären Heldinnen. Ja, genau die. Boom. Und wo ist das andere? Das Atwick. Ja, Schwert, habe ich mir schon gedacht. Einer der legendären Swordians. Klingen, die zu ihren Träger sprechen können. Okay. Cool. Sollte mal die ganzen Sachen erstmal hier ablegen. Cool, ich mag die ganzen Tales of Kostüme. Die haben sogar immer eigene Kampfmusiken. So, Rukuro. Spirios Pistole, links und rechts. Von mir hat er von Ludger. Ah ja. Stimmt. Schon wieder so lange her, seit ich das Spiel gespielt und Let's Play habe. Könnt ihr ja mal reinschauen. Bro. Ja, das stimmt ja. Der hatte zwei Pistolen. Wo sind die? Hinten. Ja. Und ein Hammer und ein Dings hat der, ne? Ja, ein Hammer und zwei Schwerter, genau. Ja, mit den zwei Schwertern kämpft er, ja. Wow, das passt richtig gut. Vor allem Ludger hat ja auch so, boah, wie hieß das nochmal? Ja, der hat ja auch so eine Verwandlung und irgendwie Rukos Auge und so, da erinnert mich sehr daran. Der Formalität beachtet. Eine legendäre Frisur mit auffällig dunklen Strähnchen vorn. Oh. Ja, immer dunkle Watt. Ja, doch weiß. Weiß-schwarz. Ich habe sogar die Figur hier stehen. Ich könnte mir den jetzt halt angucken. Um zu gucken, ob ich auch richtig liege. Ja, Luffy Sets. Richard. Königlicher Rapi. Boah, warte. Musste einmal mindestens durchaus versehen darüber stolpern. Wo ist ein winziger? Die Klinge eines Prinzen, die bisweilen Tiger Festnell genannt wurde, ja. Ich verstehe immer noch nicht, ey. Richards Name, Tiger Festival. Irgendwie weiß ich nicht. Tales of Graces F war irgendwie halt cringieste Tales of Spiel. Und irgendwie hat harmloseste. So, Eisen. Jubels Brille. Hey, ich muss mir halt merken, sonst vergesse ich halt immer am Ende ausrüsten. So, warum hat er nicht die Klamotten von Malik? Er wird doch voll Möhre in Maliks Klamotten einpassen. Aber stattdessen, das sieht sehr komisch aus. Okay, ja, noch Magilo Arch, ja, okay, das macht Sinn. War auch eine Echse vom ersten Tales of Spiel, Tales of Phantasia. War da noch irgendwas? Arch's Ohrring, so sieht auch sehr gut aus. Und boom. Okay, bei ihr passt das richtig gut.
Und Eleanor, Natalia. Der ist da bis mein offiziell erstes Tales of Spiel, wie ich es nenne. Okay, mein erstes offizielles Tales of Spiel war eigentlich Tales of Symphonia 2, aber das fand ich nicht so gut, deswegen nenne ich mein zweit mein zweites Tales of Spiel, das ich je gespielt habe, mein offiziell erstes, und das ist Tales of the Abyss. Ja, Prinzessin Kim Laska. Wir waren Natalia, Kim Laska, Lemmel, die ja, ne? Sehr gut. So, wir sind passend gekleidet für die Occasion. Gucken wir mal, wir müssen ein Zimmer hier mieten. Und ich habe nicht gespeichert, das heißt, wenn ich freigehe, muss ich das alles nochmal neu machen. Okay. Ich noch Schwierigkeitsgrad und so. So, wo ist der Medizinstudent aus Riesemax, ja? Das Problem ist, wenn jetzt der Charakter auftaucht, dann werde ich die Stimme nicht wieder erkennen. Obwohl, ich kannte die Stimme, die japanische von dem. Aber wäre irgendwie besser, wenn man die englische Stimme noch mal hören könnte. So wie im Let's Play. Ja, das ist die Stimme. Also, weil ich sehr verwirrt war, weil die Stimme sehr tiefer war in der englischen Version und in der japanischen so hoch. ごめんなさい。食べます。私は何だって食らうわ。必要ならね。そうですか。あなたたちも以前の人たちと同じ。ならやめてもらわなきゃ。ほほー。愛くるしいペンギンの分際でわしらとやるというのかい？ Jawohl. Wie? Ja, Jude. Level 102, das wird ja wohl machbar sein. Beute, ich krieg zwei gute Sachen, hoffentlich. Jude Mattis aus Tales of Exilia 2. Einer von zwei Hauptcharakteren, die man sich aussuchen kann. Ich habe auch, glaube ich, aus denen, natürlich habe ich habe aus denen seine Perspektive gespielt. Andere Charakter wäre Mila Maxwell gewesen, zweiter Hauptcharakter des Spiels. Und ja, ja, als man kann sogar, warum sehe ich das jetzt erst? Egal, den werden wir ja hoffentlich schaffen, oder? Hat auch seine Mystic Art Final Fury, ne? Ja, ich kenne das noch alles, obwohl das schon Jahre her ist. Sehr gut. Ja, der geht aber richtig schnell down. Sehr gut. Ich bin jetzt der Hauptcharakter. Weil das logischste Cameo Battle, das hier auftauchen müsste, wäre ja irgendwie Sorei. Weil es gibt eine Anime-Version von Tales Zestiria und Berseria. Irgendwie, ich weiß nicht viel darüber, aber irgendwie durch die Version von Tales Zestiria über zu Berseria wechseln oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Jedenfalls kommt auch Velvet irgendwie davor, obwohl das gar nicht gehen müsste, aber vielleicht sehen wir ja beim Ending hier irgendwie, was los ist. Und der ist schon gleich down, ey. Ich hab den mit meinen verdammten Dings nicht. Ich will nicht so schnell erledigen. Ich will den seine Mystic Art sehen. Mit Sicherheit, Alter. Aber meine Kollegen machen den schon voll platt. Ja, der ist schon gleich weg. Und
Und hieß Garn. Da war wohl nix. ペンギョンに戻っちゃった。でも待って。どうしてそんなに無理をして戦うの？ペンギョンたちを守るためです。あなたたちのような密猟者から。密猟者？僕たちは密猟なんてしないよ。喋るペンギョンを見に来ただけなんだ。けどペンギョンも食べるって言いましたよね。 すまん。あれは言葉のあやだ。こいつは何でも食うんだ。悪かったわね。私も食べるのはお店で売っている正式なお刺身とか干物だけです。俺たちは善人じゃないが、そういう種類の悪党じゃない。Nein, wir sind voll liebe Leute. すみません。急に戦いを挑んだりして前に。 ペンギョン狩りをする密猟者と出会ったせいでちょっと神経質になっていたみたいです。例の目撃者たちじゃな。そやつらはお主と会ったショックで寝込んだそうじゃん。その程度の小悪党なら二度と密猟などできんじゃろうって。で結局あんたは何なの？ペンギョンの化身？いえ、僕はリーゼマクシアの医学生、柔道マティスです。 Natürlich wurde der Name mit Y geschrieben, anstatt mit U. Wegen Kontroversen wahrscheinlich in Deutschland. Jetzt würde er Jude Matthias heißen. Voll dämlich irgendwie. ですよね。でも途方に暮れていた僕をここのペンギョンたちは温かく迎えてくれたんです。だからこの子たちのために何かできないかと思って。密猟者たちからペンギョンを守っていたんですね。人のペンギョンの心配してる場合じゃないでしょう。お人よしすぎるわね。よく言われます。あんたの言い分は分かった。 けど事実だとしても何一つ手助けできそうもないわ。気にしないでください。入る方法は何とか自分で見つけようと思います。だけど僕と一緒にこの世界に飛ばされた仲間が見つかっていないんです。同じようにペンギョンになっていると思うんですが、他に喋るペンギョンの噂を聞いていないですか？悪いけどないわね。そうですか。 仲間はどんなやつだ。この先見かけることがあるかもしれん。名前はミラって言います。綺麗な赤い瞳に金色の長い髪、不思議な威厳に満ちた凛々しい女の人で。ピョンとしたチャームポイントがあって、美味しそうなものを見るとジュルルって言います。ピョンとしたチャームポイント。美味しそうなものでジュルル。 それと、ミラは水火風を司る四大精霊を従えていて、精霊の主って呼ばれています。おお、水火風、精霊の主と。分かった。情報を得たら教えよう。Hat er absichtlich den Namen Maxwell gesagt? Warum reden wir mit einem Pinguin? 自分のことよりこだわるのね。そんなことを。でも僕にとって大切な人なんです。Irgendwie habe ich das nicht irgendwie so zusammengezählt irgendwie. Oh geil. Nietzsche Champion, so Mini Jude, habe ich den nicht schon? Okay, die Stufe Fähigkeiten der Stufe 4 zu halten. Okay. Ja, irgendwie ist es logisch, dass Mila auch in dem Spiel dann vorkommt, bis wenn Jude hier vorkommt.
Unwahrscheinlich. Sehr interessant, weil Velvet sieht, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Mila. War das erste, was ich irgendwie gedacht habe, nachdem ich Velvet gesehen habe, habe ich direkt gesagt, die sieht aus wie eine schwarzhaarige Mila. So, keine Dingens, okay. Hat hier irgendein die, ja, Ladungseffekt, Aktivierungsgeschwindigkeit. Was bedeutet das? Art Geschwindigkeit. Ich rufe mich noch mal hier aus. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Mission jetzt hier sein könnte. Weltkarte, Weltkarte, Weltkarte. Keine Ahnung, wo ich suchen sollte. Sie sabbert viel. Sie ist ein Hund, ne? Aber was? Ne, etwa Phoenix, den schaffen wir nicht, der haut uns kaputt. Dreck. Ich glaube, mehr werden wir ja nicht finden. Ich kann mich jetzt hier zu jeder Stadt hin teleportieren und gucken, ob irgendwo was ist, aber ich kann mich ja unendlich teleportieren. Ich habe eine bodenlose Flasche. Also kann ich ja ruhig mich hin teleportieren, wie folgt. Hoffnung, ich finde irgendwo die Quest noch so ganz zufällig. Aber anscheinend nicht. Bis jetzt noch nicht. Hab Schaden. Noch immer nicht hier in dem Part auch noch. Da, hallo. Also echt noch was. Ja, ne? War hier nicht ein Hund irgendwie so an der Brücke? Speichere mal nicht, weil ich mal annehme, wer will das noch mal schaffen. Nee, hier nicht. Aber da ist irgendwer, irgendwas, irgendwo. Was geht? Letzte Nachricht an uns zu Phoenix gemacht. Geh weg mit deinen Nachrichten. Ich habe das Gefühl, nichts mit Mila zu tun. Schriften über Lindwürmer. Ich habe so das Gefühl, irgendwas mit Savet zu tun. Gibt es ja auch noch, ne? Okay. Erstmal, ja, von da kam ich, ne? Plot Twist, sie ist auch hier. Weck mich! Er ist echt hier? Boah. Da war ein Witz. Die ist jetzt da hinten irgendwo, ne? Aber ich habe noch eine Quest freigeschaltet. Geil, ne? Ist nicht wunderbar.
Natürlich ist er wieder ganz am anderen Ende, ne? Weil ich den ganzen Weg da. Ich merke gerade, ich tue Magilo spielen, wie sie Arsch als Arsch gekleidet ist und auf dem Besen reitet, so wie Arsch. Das ist merkwürdig. Dich kenne ich doch. Subila? Stopp, hier war alles Mögliche noch, ne? チミャクの入り口が開いたそうよ。チミャクの入り口がまた大地の記憶が見れるかも。アルトリウスの加工を知れば可能の思考略の切り札が見つかるかもしれんな。と思わせて罠にはめる気やもしれんぞ。いや、心配はいらないさ。なぜじゃ?シグレはそういう小細工が大嫌い。あ、とびしカツファンシゴーレ、genau。こいつがそんな精霊なら ありがとう。この情報をどう使うかはあなたたちの自由よ。入り口の場所はアバルの沈めの祠よ。情報の出所は聖霊よね。なぜ私に教えるの?なんとなくよ。ふとアルトリウス様の聖霊の顔を思い出してね。あの子のこと伝えられたらいいなって思ったの。シアリーズ。分かった。行ってみる。 Okay, noch eine Mission. Wow. Bestimmt, weil ich jetzt direkt vom letzten Kampf bin oder so, ne? Kommen jetzt die ganzen Sachen. Nein, Steinbergen. Also wäre noch beschäftigt. Ausnahmsweise mal wieder. Sehr gut. Okay, Ball müssen wir noch absuchen. Ist auch noch was. Entschuldigung. Komm schon, Mila. Schon, Mila. Noch eine neue Quest, ne? Hm? Da. Wieder jemand anders, ne? あちこち混乱して大騒ぎだが、特に面白いネタがある。力を維持していた腕利きの一頭タイマシが天元に倒されたそうだ。どうやらタイマシが天元に負けるわけ?嘘みたいな話だが、事実だ。やられたタイマシは追加風の術で攻撃されたと言っているらしい。 四属性の術。それだけじゃない。そいつは全身金色で赤い目をした金魚だったそうだ。そいつはどこにいる？タイマシがやられた場所はイガル雪原だ。だが金魚は世界に終末を告げると言われる不吉な生き物だ。悪いことは言わない。近寄らない方がいいぜ。絶対に。行こう。そう言われるとちょっと。いや、意味じゃん。 Warte mal, fällt dir jetzt erst auf? Pretor ist halt nicht der Rang von Shigoro oder so? 妖精師と関係があるかの可能性も強まりましたしね。いずれにしろ正体を確かめた方が良さそうね。イズルトの柔道につなぎをつける。ちょっと状況がややこしくなるでしょ。情報を知ったら教えると約束した。仁義は通す。いいわ。私も私のやり方を通すだけよ。オッケー。 Leinelwerf, gucken wir noch bei den letzten Dingern ja nach. Aber da ist anscheinend nichts. Melchior. Also unsere Basis, stimmt.
Gut, und die anderen Sachen sind Katzkornhaut und Normeninsel. Wird wahrscheinlich noch nichts sein. So, dass ich jetzt teleportieren kann, wie ich will. Und da ist auch noch was. Oha. Sind jetzt schon wieder da. Hm. Oh. Hier. Wälzer. So einfach nur ein Gespräch. Artorius, du hast doch gerade noch. Atta dokoro yarahen yo. Uchira wa Artorius han to Osama o tasuke shite dai bouken shiten de. Kegare o harai, seirei no kago o hiromeru kyusei no tabi ya. Osama? Seya de. Ankoku jidai o owaraseta Claudin Asgardo sama ya. Eiyo? Der Elbenkönig, Marv. Nase Artorius Samato. Koko dake no hanashi ya kedo. Claudin han wa seiyaku o tsukoute 300 nen kurai ikite hatte na. Nanto, Sendai no Hitto Taimashi sama demo attan e. Claudin o ga Sendai no Hitto. Naga yaida kurou shite hatta kedo. Minashigo yatta Artorius han to deatte na. Majime na Also, wir tut so ein random Normen, tut uns hier irgendwie die Geschichte von Artorius erzählen. Okay. アルトリウスの先生と同一人物だったなんて。メルキオルと同じ制約じゃ。今更驚くこともあるまい。というか、おっさんの方がクローディンに付き合うために真似したらしいなの?あなた、先代を知ってるのですか?いいや。直接会ったことはない。じゃが、あのおっさんが呆れるほど妙な男だったらしいぞ。王位を退いた後も、 人知れず怠慢として世界を守ろうと願ったとか。仕事人間にも程があるわい。アルトリウス、そんな男の後を継いだ。ローライネに行ってみましょう。ベルベット、少なくともあなたは事情を知るべきだと思います。ええ、そうよね。Okay, aber erstmal, guck mal, wie viel wir jetzt wieder haben. So viele Sachen. Erstmal würde ich sagen, wir machen ja einen Schnitt. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit Mila kloppen, höchstwahrscheinlich. Und mal schauen, was noch alles passiert. Explosion, danke, bam, tschüss. Ja, dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas lassen. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss.